Die Ideologie von Monkey D. Ruffy. Ohne Eltern wuchs er im Goa-Königreich auf, wo Makino und Dadan auf ihn aufgepasst haben. Er traf im jungen Alter schon auf Shanks Piratenbande und sie wurde ihm sympathisch, sodass er auch Pirat werden wollte. Er aß aus Versehen die Gum-Gum-Frucht und verlor so die Fähigkeit zu schwimmen und wurde schlussendlich nicht von Shanks mitgenommen. Er wurde auch ab und zu von seinem Großvater Garp trainiert, damit er weiß, wie er mit dieser Frucht sein Leben lebt. Kann, ohne dabei eingeschränkt zu werden. Ebenfalls wollte Garp sein Opa auch, dass er Marinesoldat wird. Er schließe eine Brüderschaft mit zwei Jungen namens Sabo und Ace, wobei Ace der Sohn von Gold Roger war und Sabo der Sohn von Adligen. Das ist Monkey D. Ruffy, der Protagonist von One Piece und der Kapitän der Strohpiratenbande. Als Ruffy noch ein Kind war, bemerken wir schon, dass in ihm eine rebellische Ader existiert und als er dann mit Sabo und Ace Abenteuer erlebte, sahen wir diese auch in voller Aktion. Schon als Kind wurde ihm bewusst, dass jeder Ort seine Grenzen hat und der Ort, an dem er lebte, hatte auch seine Grenzen an Abenteuer und Spaß. Deshalb wusste er, dass er irgendwann mal hinaussegeln muss, um frei zu sein und so entwickelte sich bei Ruffy ein sehr großer Freiheitssinn. Ruffy wollte noch nie allein sein, das liegt wohl daran, dass seine Eltern ihn alleine gelassen haben. Natürlich haben sich auch andere Leute um ihn gekümmert, jedoch ist es nicht dasselbe, als wenn sich hier Mutter und Vater um ihr Kind kümmern. Er hat gelernt, dass Zusammenhalt sehr wichtig ist, nachdem er zum Beispiel Sabo und Ace kennengelernt hat und sie zu Brüdern wurden und auch als er dann später seine eigene Crew gründete. Somit wollte er immer stärker werden und sie beschützen. Mit 17 Jahren begann Ruffy seine Reise und baute sich eine eigene Crew auf und erlebte mit ihnen sehr viele Abenteuer. Wir haben schon sehr früh gemerkt, dass Ruffy kein Materialist ist und immer sehr positiv denkt. Er ist oft auf der Seite der Schwächeren und der Person, die Recht haben und kämpft auch für sie und ist jemand, der nicht viel nachdenkt, sondern eher etwas macht. Und wenn etwas nicht klappt, dann versucht er es immer wieder, bis er es schafft, wie zum Beispiel im Kampf gegen Crocodile, der ihn einige Male besiegt hat. In seinem Leben wurde Ruffy von vielen Charakteren inspiriert und hat auch viel von ihnen gelernt. Als Shanks mit seiner Crew im Windmühlendorf auftauchte und dort eine sehr lange Zeit verbrachte, war es so, dass Ruffy eine Art Bindung zu ihm aufbaute. Er lernte seine Crew kennen und sah etwas sehr Besonderes. Diese Piraten haben einiges miteinander erlebt, gingen durch dick und dünn und sahen die guten, aber auch die schlechten Seiten des Piratendaseins. Aber dadurch, dass sie immer zusammenhielten, überwindeten sie jede einzelne Grenze, um ihre Träume zu erfüllen. Dadurch wurde Ruffy dazu inspiriert, selbst Pirat zu werden und sich selbst eine eigene Crew aufzubauen. Charakter wie Sabo, Ace, Garp und die Strohhutmitglieder zeigten Ruffy, wie wichtig es ist, auf die Fähigkeiten seiner Freunde, besser gesagt seiner Familie zu vertrauen. Das sehen wir zum Beispiel oft, wenn Ruffy über Personen wie Sanji oder Zoro redet und darüber redet, wie stark sie sind, zum Beispiel auf Zoo, wo er einfach mal meinte, dass Sanji so stark ist wie 3000 Mann. Auf der Reise der Strohbande trafen sie auf die verschiedensten Antagonisten und Ruffy hat auch von ihnen einiges gelernt. Zum Beispiel Crocodile, welcher Alabaster unterworfen hatte, zeigte Ruffy, dass ein Pirat auch unfair kämpfen kann, um zu siegen, denn er muss sich nicht an Regeln halten. Und Ruffy tat das auch und bekämpfte Crocodile mit Wasser, der Schwachstelle von ihm, und schaffte es so, ihn zu besiegen. Auf Skypiea traf Ruffy auf Enel, welcher Gotteskomplexe hatte wegen seiner Donnerfrucht, die ihm eine unglaubliche Macht verlieh. Ruffy hat von diesem Charakter gelernt, dass niemand das Recht dazu hat, Gott zu spielen und andere zu unterwerfen und dass jeder gleichberechtigt ist, und deshalb ist es auch sehr wichtig, mit seinem eigenen Ziel verbunden, dass er Piratenkönig werden will, nicht aus dem Grund, dass er andere unterwerfen will oder über anderen stehen will, sondern einfach nur aus dem Grund, dass er die Meere frei bereisen will. Ruffy hat im Training mit Rayleigh nicht nur das Haki gelernt, sondern auch viele verschiedene Weisheiten, die ihm in der neuen Welt noch sehr nützlich werden sollten. Er traf auf Charakter wie Bellamy, woraus er gelernt hat, dass sich auch Charakter ändern können, denn Bellamy, welcher damals auf Jaya über die Träume von Ruffy gelacht hatte, war nun jemand, der Ruffy respektierte. Er traf auf Charakter wie Katakuri, die im Kampf zeigten, dass man zwar ein Antagonist sein kann und der Gegner für einen Moment ist, jedoch der Respekt niemals gegeneinander fehlen sollte. Genauso wie alle anderen Charakter hatte auch Ruffy in seinem Leben einige Schlüsselmomente, angefangen mit Shanks, welcher seinen Strohhut an Ruffy weitergibt, was für ihn eine sehr große Motivation
Motivation dafür war, seinen Traum des Piratenkönigs zu erreichen. Mit der Brüderschaft von Ace, Sabo und Ruffy und der darauf folgende Tod von Sabo hat Ruffy gezeigt, dass es in der Welt nicht nur Positives, sondern auch Negatives gibt. Ich denke mal, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass jedes Strohhutmitglied, welcher der Crew beigetreten ist, für einen Schlüsselmoment in Ruffys Leben stand. Auf Jaya traf Ruffy auf jemand sehr Besonderes, und zwar auf Blackbeard, welcher aktuell der wichtigste Antagonist ist, den wir in One Piece haben. Es ist so, dass genau dort die Rivalität zwischen den beiden dargestellt wurde. Ruffy traf auch auf Bellamy, welcher über seine Träume lachte, und genauso wie Shanks wurde dieser dann von ihm verdroschen, und dort haben wir gemerkt, dass Ruffy kein Kind mehr ist, sondern erwachsen geworden ist. Auf Water 7 gab es die Diskussion, dass man die Flying Lam aufgibt und mit einem anderen Schiff weitersegelt. Ruffy vertritt diese Meinung und deshalb gibt es einen Kampf zwischen ihm und Lysop, welcher die Flying Lam nicht aufgeben will und mit ihr weiterreisen will. Ruffy muss natürlich seinen Titel als Kapitän verteidigen, wie es Zoro gesagt hat, und kämpft gegen Lysop, besiegt ihn und Lysop tritt aus der Crew aus. Die Flying Lam, das erste Schiff der Strohpiratenbande, rettete ihre Freunde auf der Schlacht auf Inis Lobby und das war sozusagen ihr letztes Abenteuer. Die Strohpiratenbande kam in eine aussichtslose Situation auf dem Sabaody-Archipel und sie wurden sozusagen voneinander getrennt und der Kapitän Monkey D. Ruffy konnte dagegen gar nichts tun, was ihn natürlich psychisch sehr krass belastete und ihn sehr traurig machte. Als hätte dies nicht gereicht, bekam Ruffy die Nachricht auf Amazon Lily, dass sein Bruder Ace im Impel Down gefangen gehalten wird und hingerichtet werden soll. Deshalb machte er sich auf zum Impel Down, um ihn zu retten, war dann zu spät und dann kam es zum Opfer von Mr. Two, welcher sich für das Wohl von Ruffy opferte, damit dieser seinen Bruder Ace retten kann. Um seinen Bruder Ace zu retten auf Marineford, musste Ruffy etwas tun, welches er innerlich nicht wollte, und zwar seinen Opa Garp schlagen. Dies tat er aber, um dann zu Ace zu gelangen, um seine Fesseln abzubekommen und mit ihm zu flüchten. Um seinen Bruder Ace zu retten, ging Ruffy bis an seine Grenzen, nochmal darüber, verkürzte seine Lebenszeit und tat noch sehr viel mehr. Nachdem dies geschah, sahen wir, dass Ruffy wirklich sehr glücklich war, da er jetzt mit Ace endlich entkommen kann. Jedoch passierte dann etwas sehr Grausames, welches Ruffys komplette Psyche zerstörte. Akainu provozierte Ace und dieser fiel drauf rein und griff Akainu an. Er wurde zurückgeschleudert und dann kam es dazu, dass Ruffy am Boden war und Akainu diesen Angriff. Im letzten Moment stellte sich dann Ace vor ihm, um seinen Bruder Ruffy zu beschützen. Ruffy konnte nicht fassen, was passiert ist. Er hat natürlich lange gebraucht, diesen Tod zu überwinden, und als ihm dann klar wurde, dass er noch seine Freunde, seine Crewmitglieder hat, konnte er weiter mit seinem Leben machen. Ereignisse wie, dass Ruffy sich mit Lore zusammentat auf Punk Hazard oder erfuhr, dass die Roppongi-Glyphe existieren und dass Momonosuke ebenfalls ein wichtiger Charakter für ihn ist, oder dass er Jinbei auf Whole Cake Island zurückgelassen hat, oder die Rivalität zu Kid, sind ebenfalls wichtige Momente im Leben von Ruffy. Ruffy ist ein Mensch, der immer gute Laune verbreitet und am Lachen ist. Doch wie man so schön sagt, sind die Personen, die immer gute Laune verbreiten und immer am Lächeln sind, meist die Personen, die innerlich am traurigsten sind. Schon von Kind an will Ruffy nicht alleine sein, weshalb er sich immer wieder neue Freunde sammelt, damit dies auch gar nicht passieren kann, und wenn er welche verliert, wird er sehr traurig. Ruffy gibt sich die Schuld für Ace Tod, denn wäre er damals nicht so schwach gewesen und läge am Boden, dann wäre es nicht so, dass Ace den Schlag von Akainu abbekommen hätte. Er hätte Ace beschützen können und sie wären jetzt frei. Deshalb will Ruffy nun immer wieder stärker werden, um seine Freunde so gut es geht zu beschützen, und das um jeden Preis. Oftmals gibt Ruffy den Personen Hoffnung, die es benötigen, um durch schwierige Zeiten zu kommen, und die schafft er damit, dass er ihnen ein Versprechen gibt, worauf Taten folgen. Ruffy hat auch einige Charakterschwächen, wie zum Beispiel, dass er lebensmüde ist und gerne sein Leben einfach wegwirft oder gierig nach Essen ist und nicht nachdenkt, bevor er handelt, was oftmals für große Probleme sorgt. Ruffy hat während seines ganzen Lebens Beziehungen zu den verschiedensten Charakteren aufgebaut, und ich will eine ganz kleine Zusammenfassung davon geben, welche Art von Beziehungen
Beziehungen, den Ruffy so aufgebaut hat. Er hat Brüderschaften aufgebaut, er hat Familie, Freunde, Rivalen. Die Antagonisten tritt er gegenüber mit Verachtung oder will Rache ausüben und er hat ebenfalls Mentoren. Obwohl Monkey D. Ruffy der Protagonist von One Piece ist und wir ihn sozusagen am meisten zu sehen bekommen, ist es dennoch so, dass doch viel mehr hinter diesem Charakter steckt. Deshalb hoffe ich, dass dieses Video euch gefallen hat. Mit dem Hashtag Ruffy könnt ihr gerne eine Frage zu Ruffy in den Kommentaren schreiben und diese werde ich dann in einem separaten Video beantworten. Also Leute, bleibt mir nichts mehr zu sagen als wir sehen uns das nächste Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.